Hallo, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit und unser Verlag, der Königsfurt Urania Verlag, hat uns gebeten, doch mal eine Weihnachtslegung zu entwerfen. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Roy hat sich dann auch gleich an die Arbeit gemacht und eine, wie ich finde, sehr interessante Legung entworfen. Vielleicht stellst du sie uns einfach mal vor. Ja, sehr gerne. Und an dieser Stelle danke an das ganze Team von Königsfurt Urania. Wir machen das natürlich sehr, sehr gerne. Und für unsere Zuseherinnen und Zuseher, ihr wisst das ja inzwischen schon, Schwierigkeitsstufe 3, also nicht allzu schwierig, kann man gern zwischen den Weihnachtstagen machen, aber natürlich besser wäre es noch am 23. Denn dieses Legesystem ist in der Grundphase eigentlich sehr einfach, wenn man es für sich selbst macht. Aber wir beginnen gleich mal, damit ihr wisst, wie sich das ganze System aufbaut. Ich mische mal die Karten und freue mich, wenn du, Kirsten, mir ein freundlich bestimmtes Stopp gibst. Also es gibt hier keine Fragestellung. Es gibt keine Fragestellung, denn ihr werdet dann gleich sehen, aufgrund der Legespositionen, dass ich da eigentlich gar keine Frage benötige. Okay, dann sage ich jetzt einfach Stopp. Dankeschön. So, ich fächere wieder die Karten aus. Kannst zwar nicht so schön wie du, aber ich probiere es trotzdem immer wieder. Und ziehe gleich mal für mich die erste Karte. Und die erste Position heißt: Was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Okay. Position Nummer 2 ist: Was gebe ich meinem Gegenüber? Das kann mein Partner, meine Partnerin sein. Das kann aber genauso gut der Nachwuchs sein, die Kinder. Und hier haben wir dann eben die Möglichkeit, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder. Dann kann ich auch für jedes Kind einzeln eine ziehen. Ich habe es jetzt mal in der einfachsten Variante. Ich habe eben Position 2 ist, was gebe ich meinem Gegenüber? Und Position Nummer 3 ist, wie gehe ich mit meinen Geschenken, die ich erhalte, um. So, das ist so der Grund, die Basis. Wenn ich jetzt in einer Beziehung lebe und ich diese Legung gerne mit meiner Partnerin, mit meinem Partner mache, dann kann ich natürlich auch sie mit ins Spiel nehmen und dann wird natürlich das Legesystem größer, denn dann hat auch sie eine Position. Was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Wie gehe ich mit meinem Gegenüber und wie gehe ich mit meinen Geschenken um? Das will ich jetzt aber auch Ja, ziehen. das sollst du auch tun. Also. Ich reiche dir gleich mal für, was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Ja. So, ich lege das hier gegenüber. Ja, sieht man auch noch schön. Zweite Karte, was gebe ich meinem Gegenüber? Ja. Ja. Nummer 2, jetzt ziehe ich das ein bisschen auseinander, damit wir hier ein schönes Hufeisen kriegen. Und natürlich, wie gehe ich mit den Geschenken, die ich erhalte, um? Ja, und wir machen es mal wieder wie immer. Wir interpretieren gegenseitig, oder? Uiuiui. Muss ich sehen. Okay, dann beginne ich, Fairness halber, und beginne mit deiner ersten Karte. Ja, das ist. Was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Zweite Position, was gebe ich meinem Ah Gegenüber? ja. Ja, und last but not least, wie gehe ich mit meinen Geschenken um? Ja, das entspricht natürlich völlig meinem lieben Schatz. Ja, also, was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Ja, für Kirsten, ich kenne es ja schon ein bisschen, da ist das halt, was wünsche ich mir unter dem Weihnachtsbaum? Ich wünsche mir natürlich wunderbare, tolle Dinge. Nur leider funktioniert mein Umfeld nicht so und dann kommt halt nicht das raus, weil das Umfeld halt das ganze Jahr nicht so aufgepasst hat, was sich Kirsten wünscht. Und da ist dann vielleicht unterm Weihnachtsbaum dann etwas anderes da, was sie sich eigentlich wünscht. Ja? Und wir dürfen nicht vergessen, was wünsche ich mir? Hier sind wir völlig in unserer Fantasie drinnen. Was gebe ich meinem Gegenüber? Ah, wenn Kirsten unter ihrem Weihnachtsbaum dann in Reality blickt, dann ist natürlich wahrscheinlich nichts mehr da von ihrem Unglück, sondern dann hat sie natürlich nur wunderschöne, tolle Worte
für uns die Schenkenden über und wird natürlich uns in höchsten Tönen loben. Anders kann ich sie mir gar nicht vorstellen. Ja, und last but not least, wie geht sie mit ihren Geschenken um? Dadurch, dass ich weiß, dass meine Gattin eine fulminante Autorin ist, weiß ich, dass sie daraus auch wieder wunderbare Artikel macht. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, wird sie euch mit einem tollen Buch beglücken. Also, freut euch schon mal drauf. Also ich weiß nicht. Das Unglück gefällt mir nicht. Also das kann ich nicht so Hat verstehen, natürlich einen was du da Vorteil. gesagt hast. Hat einen Vorteil. Ich kann es nicht mehr bekommen. Ja, und jetzt du. Aber ich okay. Darf ich noch mal ja. fragen? Ich verstehe die Position Unglück nicht so ganz. Nee, du verstehst die Karte nicht ganz, ja, aber nicht die Position. Ja, ich verstehe die Karte nicht so ganz. Das habe ich nicht verstanden, was du da gesagt hast. Ja, also nochmal. Es geht ja um, was wünsche ich mir? Ja. Ja, und ich wünsche mir unter dem Weihnachtsbaum, ich wünsche mir was, aber meine Fantasie sagt mir ganz gleich, es wird nicht das rauskommen, was ich mir wünsche. Aha, okay. Also, ja? Also in der Fantasie geht es darum, ich wünsche mir was, aber weil ich vielleicht aufgrund meiner Erfahrung der letzten Tage, Weihnachtstage, da vielleicht nicht immer das Geschenk bekommen habe, das ich mir wünschte, bin ein bisschen, ja, es wird sowieso nicht das Richtige werden. Ne? Man schenkt mir nicht das, was ich will. Die ganze Palette, die uns da unser destruktives Unterbewusstsein liefert. Okay. War das ein bisschen klarer für dich? Ja, also ich bin immer glücklich, wenn du nachfragst, denn so hilft das einen aus dem berühmten Dunkelperspektive rauszukommen. Ganz genau. Ich werde darüber nachdenken. Sehr schön, wir haben ja Weihnachten. Genau. Da. Dann dreh doch mal deine Karten um. Eine oder alle aufs Mal? Alle bitte. So. Ja, das ist ja ganz klar. Also du wünschst dir Ruhe und Zeit für deine vielleicht auch nicht immer tollen Gedanken, aber einfach so Träumerei, während ich mir eher da Aufregung wünsche anscheinend. Du bekommst von anderen entweder gar nichts. Sind wir bei Position 2? Ja. Nee, das ist, was gebe ich meinem Gegenüber. Ah, dann kriege ich gar nichts. Naja, oder du kriegst mehr, als was du dir denkst. Ne? Oder ich mach's mal anders mit dem, was ich gebe. Genau, du machst mal das anders ich als sonst. Überrasche sie. Also sie dieses Jahr bekomme ich dann mal was. Naja, der Doof ist ja bekanntlich der... Nein, also vielleicht gehst du anders an das Geschenke geben als bisher, ja. Könnte sein, ja. Ne? Ja, und was fängst du mit dem an, was du bekommst? Es wird nicht lange da sein. Ja, das ist immer so mit der großen Keksdose. Genau, ich denke auch, du kriegst wahrscheinlich viel Schokolade. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass ich Schokolade geschenkt haben will, aber nehm sie auch. Nein, vielleicht sind es ja tatsächlich Geschenke, die sich konsumieren lassen. Ich kann darüber jetzt natürlich nichts sagen, weil das würde eine Überraschung zerstören und dann sind die vielleicht relativ schnell verschwunden. Doch, Kekse. Ja, ihr seht schon, es kann gefährlich sein, als Paar sich hier diese Legung zu legen. Ich finde es trotzdem eine sehr schöne Legung, die natürlich auch tiefer gehend zu deuten ist, als nur Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, sondern das können ja auch Dinge sein, das sieht man zum Beispiel an meiner Karte da, dem Unglück, die einen längerfristig tiefer beschäftigen, die vielleicht auch etwas mit dem Jahr zu tun haben, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken. Ja, ich finde, auch wenn es nur ein im ersten Moment eine Teilkartenlegung ist, dann also ich habe ja die Karten auch für mich alleine gezogen, wenn ich jetzt nur auf meine drei, was gebe ich meinem Gegenüber? Ne? Also da ist vielleicht auch so völlig drinnen eine völlige Veränderung. Ne? Ganz was anderes wie in den Jahren davor. Oder ich habe mir da Gedanken gemacht, was ist spannend. Ne? Und hier ist dann auch, wie gehe ich mit dem um? Kann ich das Geschenk annehmen? Oder ist dieses Geschenk, das ich da erhalten habe, für mich völlig quer?
Und kann ich mit Verlust ist ja nicht, ich verliere es, sondern vielleicht ist es für Kinder ein Spielzeug, mit dem sie sehr schnell dann wieder die Freude verlieren, weil daneben noch ein größeres Geschenk gelegen hat. Also das sind auch immer so Hinweise. Im ersten Moment schrecklich, ja, aber wenn man dann sich genauer damit auseinandersetzt, bekommt seinen Platz und seine Größe, die wir notwendig erachten. Gut. Ja, Dankeschön für euer Dabeisein. Wir freuen uns immer über euer Feedback, wie immer unter agora@dimantica.de. Schreibt uns, welche Legungen ihr denn gemacht habt für Weihnachten. Und jetzt wünschen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schöne Weihnachten, genießt das Fest und danke an den freundlich bestimmten Hinweis von Königsfurt Orania, eine Weihnachtslegung zu machen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!